Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ein Kollege holt mich gleich ab. Es sind drei in den Katercrest hier in der Nähe. Hat mich gefragt, ob wir die schnell abholen gehen. Mach mal. Aber Niantic hat die neue Feldforschung für Dezember angekündigt. Und das ist genau wie beim C-Day. Einfach alles nochmal. Und zwar, warte mal. Muss mal schauen. Es waren, glaube ich, nur die Legendären. Genau. Und zwar in diesem Monat hat man die Chance auf Arctos, Zapdos, Lavados, Raikou, Entei und Suicune. Die sechs Legendären, die es bisher gab, genau wie beim C-Day, einfach alles nochmal. Ja, die Chance ist 1 zu 6, dass man eins davon bekommt. Die Frage ist halt, was will man bekommen? Ich persönlich eigentlich nur Suicune, weil von dem habe ich nur einen 96er. Von den anderen habe ich, wobei Zapdos habe ich glaube ich auch nur 96, aber schon gemaxt. Von den anderen habe ich 98 aufwärts, also Suicune, abgesehen davon halt für den Kleinen. Damit ich mir Raikou, Entei und Suicune rübertauschen kann für Glücks. Aber das sind die Belohnungen für Dezember. Gibt wahrscheinlich eine Menge Leidende, weil 1 zu 6 die Chance. Ja, ich weiß nicht. Also in diesem Fall finde ich es nicht gut, dass alles nochmal zusammengewürfelt wird, weil man kann sich es ja nicht aussuchen. Ich weiß nicht. Eure Meinung unten in die Kommentare. Aber ich pack's jetzt, die drei in den Kater-Quest noch abholen. So, wir sind wieder zurück. Shoutout geht raus an Anton. Wir haben sogar vier abgeholt. Und wir hatten drei voll. Und es hat ewig gedauert, um fünf Käfer zu fangen, um dann die vierte Quest abzuholen. Er musste dann sogar zwei Module zünden. Kam dann zum Glück ein Webergag. So. Naja, wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dass nächsten Monat alle drei Vögel und alle drei Raubkatzen da sind. Wie gesagt, ich will Suicune. Ich sehe schon im Internet die ganzen Memes, dass die Leute viermal Suicune bekommen und dann leiden. Aber ich würde mich über viermal Suicune freuen. So. Was war das? Nee, danke. Wir holen die zwei ab, dann können wir auch noch die dritte abholen. Und dann zeige ich euch noch meine Kader-Ausbeute für diesen Monat. So. Mein Bestes ist, glaube ich, ein 96er. Leider. Eine Chance haben wir noch. Auf etwas Besseres. Aber die Bonbons, das ist das Wichtige. Weil ich will ja alles auf Max pushen. Dementsprechend muss ich auch ein Ninja Tom, oh, gar nicht so schlecht, und ein Ninjask auf Max pushen. Beide sind Level 15 aus dem Quest. Das heißt 260 Bonbons brauchen die, also mal 2, 520 schon mal. Und den Kader zu den Just entwickeln sind nochmal 50 Bonbons, sind schon mal 570 Bonbons, die ich von den Kader brauche. Echt heftig. Und dadurch, dass ich auch noch einen Glücks brauche, entwickle ich auch noch ein Glücks. Das sind nochmal 50. 570, 620 Bonbons. Es sei denn, den pushe ich auf Max. Da muss ich nicht noch den 96 auf Max pushen. Das muss ich mir noch überlegen. Dann könnte ich 50 sparen. Aber ja, ich habe erst 323. Ein paar kann ich noch vertauschen. Ich versuche die auf Kilometer zu vertauschen, damit ich dann drei Bonbons bekomme. Aber ja, ich bin gerade mal so bei der Hälfte der Bonbons, die ich brauche. Warte mal. Wir gehen auf den Kader. Den Kader. Okay. Combat Power. Ich habe sogar zwei 96er. Erster Satz Attack Defense. Und der hier? Wann habe ich denn den gefangen? Attack Defense. Okay. Kurz auf den Pokédex geschaut. Gen 3. Und heute erst mir ein Lucky ertauscht. Also es hat den ganzen Monat gedauert, bis ich den Lucky bekommen habe. Ninja Tom, wie ihr wisst, fehlt mir noch. Behaltet alle eure Ninja Toms und tauscht die mir. Bam. 80 Stück. Inklusive getauscht, also. Keine Ahnung, wie viel ich gefangen habe, aber schon viele für diesen Monat. Da habe ich echt jeden Tag ungefähr 2, 3 mir geholt. Ja. Das war's erstmal von diesem Video hier. Wie gesagt, eure Meinung zu Zapdos, Entei, Raikou, Suicune, Laudos, Arctos, keine Ahnung, wieso die nicht in der Reihenfolge waren.
unten in die Kommentare. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.